RTV Kompakt besetzt den letzten Mittwoch im August mit diesen Themen. In Fundgrube, Neubau in Schneeberg, Wolfgang Maaßen. Am Pferdegöpel, Familientag in Lauta. Und auf Lehrpfad, alte Werkslokomotive in Schwarzenberg. Glück auf, bisher stand, wollte man das Haus verlassen und richtig bekleidet sein, die Frage im Raum, wie wird das Wetter heute? Kurz- oder langärmlich, mit oder ohne Regenjacke? Neuerdings ist auch zu fragen, brauche ich heute eine Maske? Ob sich daran auf absehbare Zeit was ändert? Bis Mitte September jedenfalls nicht. Auch in der neuen Corona-Schutzverordnung bleibt es dabei. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 10 muss beim Einkaufen keine Maske getragen werden. Die neue Verordnung gilt ab Donnerstag. Allerdings steigt aktuell der Wert auch im Erzgebirgskreis und liegt am Mittwoch bei 14,3. Jetzt hat das sächsische Sozialministerium bekannt gemacht, dass die Erreichbarkeit von Impfskeptikern im Erzgebirge untersucht wurde. Das Ergebnis soll ab sofort das Herangehen beim Werben fürs Impfen beeinflussen. Laut der Studie der TU Dresden sind Menschen mit geringem Einkommen, die als Arbeiterinnen und Arbeiter oder Freiberufler tätig und zwischen 31 und 40 Jahre alt sind, einen Realschulabschluss haben und Parteiensympathie für die AfD hegen, am skeptischsten. Im Erzgebirgskreis sei der Anteil der für die Impfwerbung besonders relevanten Zielgruppe mit 30% besonders hoch. Auf Gemeindeebene liege der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe bei bis zu 34%. In Gesamtsachsen zählen 25,6% der Einwohner zu den beiden besonders impfskeptischen Bevölkerungsgruppen. Bundesweit sind es 19,7%. Bislang haben sich in unserem Landkreis nur rund 39% der Bevölkerung die Spritzen abgeholt. Und damit zu weiteren Nachrichten. Ans Pferdegöpel Lauta hatten vergangenen Sonntag das Liederkooperationsprojekt Berggeschrei und die Bergstadt Marienberg zu einem Familientag mit vielfältigen Mitmachangeboten eingeladen. Mit dem überregionalen Fest wollten die Veranstalter ein Zeichen für die Vermittlung bergmännischer Traditionen setzen. So sollte bei freiem Eintritt bei der Bevölkerung das Interesse am montanhistorischen Erbe geweckt werden. Ab Freitag können Sie in unserer Sendung zum Wochenende einen ausführlichen Bericht über das Fest am und im Pferdegöpel Lauta sehen. Mit ca. 45 Metern Länge, ca. 12 Metern Höhe und ca. 10 Metern Breite sind die Zinnkammern in Pöhla ein eindrucksvolles Zeugnis für das fachmännische Können der früher hier tätigen Wismutbergleute. Normalerweise gibt das Besucherbergwerk Einblick, doch es kann auf unbestimmte Zeit erstmal nicht besucht werden. Auf der Homepage zinnkammern.de teilt der Vorsitzende des Trägervereins Frank Weißflug im Auftrag des Vereinsvorstands mit: Sehr geehrte Gäste, unser Besucherbergwerk bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Grund ist der Trittwiderspruch der Saxore Bergbau GmbH gegen unseren bestehenden gültigen Hauptbetriebsplan. Vor einem Jahr waren Anfang September gleich zwei Ministerpräsidenten im Besucherbergwerk Zinnkammern in Pöhla. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer war mit dem Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, ins Erzgebirge gekommen. Unter Tage kamen die beiden CDU-Politiker mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch. Die Lage in Pöhla ist derweil verzwickt. Saxore Bergbau will Einsicht in ungeschwärzte Unterlagen, wie die Infrastruktur des Besucherbergwerks an die Saxony Minerals and Exploration verkauft worden ist und moniert, dass eine sinnvolle Ausübung ihrer Rechte, die sie für das Gebiet Rittersgrün erhalten hat, mit dem Weiterbetrieb eines Besucherbergwerks nicht möglich sei.
Doch Saxore Bergbau hat ohnehin weder Zugang zum Grubengebäude noch Zugriff auf die Infrastruktur im Besucherbergwerk. Die Rechtsanwälte beider Parteien streiten weiter. Anlässlich der Bundestagswahl organisiert die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung jeweils zwei Wahlforen in allen 16 sächsischen Wahlkreisen. Die Diskussionen finden dabei analog und hybrid statt. Der Auftakt ist am kommenden Montag, 19 Uhr, in Annaberg-Buchholz. Im dortigen Kulturzentrum Erzhammer stellen sich die Direktkandidatinnen und Kandidaten des Wahlkreises 164 Erzgebirgskreis 1 der Diskussion. Eingeladen sind im Einzelnen Alexander Kraus, CDU, Dr. Silvio Haider, SPD, Thomas Dietz, AfD, Ulrike Harzer, FDP, Clara Anne Bünger, Die Linke und Sebastian Walter, Bündnis 90, Die Grünen. Das Wahlforum wird parallel als Livestream im Facebook- und YouTube-Kanal der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung übertragen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat das Rittergut des christlichen Jugenddorfwerks Deutschland CJD in Neundorf besucht. Piwarz würdigte im Gespräch mit den Mitarbeitern die Arbeit der Einrichtung. Unser Grundsatz und Ansporn ist, dass kein Kind und kein Jugendlicher zurückgelassen werden darf. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass möglichst alle Jugendliche, die im Alltag Probleme haben, solche Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen können. Auch die Vernetzung aller, die Unterstützung leisten, muss verbessert werden. Beim Besuch von Kultusminister Christian Piwarz, Bildmitte, in den Werkstätten Rittergut Neundorf waren Tobias Reinhardt, Gesamtleitung des CJD, der Landtagsabgeordnete Ronny Wehner, CDU, CJD-Mitarbeiterin Anne-Kathrin Drechsel und der Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus, CDU, dabei. Seit Juli 2020 laufen, mit Unterbrechung in der Winterzeit, entlang der B95 in Bärenstein Bauarbeiten zur Böschungssicherung. Ein Ende der Arbeiten ist in Sicht. Voraussichtlich am 27. August soll der Verkehr hier wieder rollen können. Auf einer Länge von rund 300 Metern wurde im Abschnitt der Oberwiesenthaler Straße 20 bis 34 ein Stahlbetonrandbalken auf Kleinbohrpfählen zur Stütze des Straßenkörpers errichtet. Im Zuge der Baumaßnahme wurde neben dem Randbalken auch der im Baubereich befindliche Straßenabschnitt erneuert. Die Kosten des Bauvorhabens werden vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit rund 1,1 Millionen Euro angegeben. Baubeginn in Schneeberg im Bereich Auerstraße, Hartensteiner Straße und Postplatz. Die innerstädtische Kreuzung ist bis 10. September voll gesperrt. Es wird am Hausanschluss Postplatz gearbeitet und das Pflaster im Kreuzungsbereich Postplatz erneuert. Der Busverkehr und die Haltestellen werden verlegt. Im Depot Pohlströhr in Gelenau wurde der 200.000. Gast seit Bestehen der Einrichtung begrüßt. Erwartet wurde dieser bereits zur Osterschau vor 1,5 Jahren. Durch die lange Öffnungspause ist es erst im August 2021 Realität geworden. Jetzt wurde eine Familie aus Chemnitz mit dem Glückwunsch überrascht. Als kleines Präsent wurde ihnen ein Gutschein für den Besuch der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz, Blumen und ein weiterer Gutschein für ein Kaffeetrinken in der Konditorei Seidel in Gelenau übergeben. Auf Empfehlung von Freunden war die junge Familie das erste Mal in die Ausstellung gekommen. Sie waren nach dem Öffnen der Tür überrascht von den vielen Lichtern und Geräuschen von mechanischen Ausstellungsstücken. Auch der 5-jährige Sohn der Familie fand es toll, konnte er doch viele Exponate selbst durch Knopfdruck in Bewegung setzen. Gleichzeitig war eine Seniorengruppe von Azurit Seniorenzentrum Thalheim mit 25 Personen im Haus. Sie verbrachten den ganzen Tag in der Ausstellung. Die eine oder andere betagte Dame erkannte Spielzeug aus der eigenen Kindheit und bekam dabei feuchte Augen. Das Depot Pohlströhr im Gelenau ist immer mittwochs bis sonntags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Die Vortragsreihe zur Bergbaugeschichte der Bergstadt Schneeberg findet ihre Fortsetzung. Im zweiten Teil referiert Diplom-Ingenieur Uwe Jaschik vom Bergbauverein Schneeberg-Erzgebirge kommenden Sonnabend in der Fundgrube Wolfgang Maaßen über den Schneeberger Silberbergbau zwischen 1471 und 1481. Dabei spannt er den Bogen von der ersten Erwähnung des Schneeberger Bergbaus im Jahr 1446 über die beteiligten Gruben zu den Silbererzfällen zwischen 1471 bis 1481 mit einer Ausbringung von letztlich 76 Tonnen Silber. Und auch das erste in Betrieb genommene Kunstrad Schneebergs im Jahre 1479 spielt dabei eine Rolle. Der Vortrag, das große Berggeschrei auf dem Schneeberg, beginnt 10 Uhr. Sprüche aus aller Welt. Eines weisen Mannes Ernte währt das ganze Jahr. Aus Holland. Die Trommeln des Krieges sind Trommeln des Hungers. Aus Südafrika. Von der Fundgrube Wolfgang Maaßen in Schneeberg war eben in den Nachrichten schon die Rede. Wer dabei noch kein Bild zu dieser Einrichtung vor Augen hatte, bekommt das jetzt geliefert. Von der Erzgewinnung bis zur Schmelze kann man hier die Arbeitswelt der Bergleute hautnah erleben. Möglich wird das durch den Bergbauverein Schneeberg. Der konnte jetzt einen Neubau seiner Bestimmung übergeben. Nach genau 597 Tagen seit dem ersten Spatenstich konnte der Bergbauverein Schneeberg am 20. August endlich seinen Neubau feierlich einweihen. Aber das neue Gebäude ist nicht irgendein Haus, sondern eine Hommage an das Dampfpochwerk, das früher an dieser Stelle stand. Ralf Gumprecht, stellvertretender Vorsitzender des Bergbauvereins Schneeberg, verrät uns dazu. Das ist dann in den 1930er Jahren abgerissen worden und wir haben das jetzt im Grunde genommen nach den alten Plänen wieder aufgebaut und haben dabei versucht, alles, was noch irgendwie rudimentär vorhanden war, in dem Gebäude zu integrieren. Ein Dampfpochwerk, für alle, die es nicht wissen, wird nicht mit Wasser, sondern mit einer Dampfmaschine angetrieben. Deren Fundamente sind noch immer zu sehen. Die originalen Überbleibsel in den Neubau einzubinden, war für die Baubetriebe am Anfang gar nicht so einfach, verrät Ralf Gumprecht. Mit dem Anbau sollen bisherige Schwierigkeiten bei der Durchführung von Veranstaltungen gelöst werden. Wir haben in dem oberen Teil einen großen Veranstaltungsraum, wo wir die Gäste betreuen können, wo wir Veranstaltungen durchführen können, Vorträge. Da ist jetzt gerade nächste Woche am Samstag ist zum Beispiel ein Vortrag geplant schon mal. In dem unteren Bereich ist der Empfang, dort werden die Gäste begrüßt. Zusätzlich verfügt die Anlage nun über neue Sanitäreinrichtungen, einschließlich einer barrierefreien Anlage. Die Kosten für das Bauvorhaben, die zu 85% gefördert wurden, belaufen sich auf rund 714.000 Euro. Die Kosten haben sich aber gelohnt und sind auch wichtig, betont auch Landrat Frank Vogel. Also gerade unter der Maßgabe, dass es ein Bestandteil des Welterbes ist, ist dieses Vorhaben hier natürlich von großer Bedeutung.
Das ist so ein Stück gelebtes Welterbe. Es ist ein Stück auch Beweis, dass unsere Tradition, unser Brauchtum weitergelebt wird und dass wir sehr engagierte Bergbauvereine haben, die all das pflegen. Und das ist ganz wichtig für auch die Bewahrung in die Zukunft hinein, dass solche Entwicklungen geschehen. Und da stimmt auch Ingo Seifert, Bürgermeister der Bergstadt Schneeberg, zu. Also die Vereinsarbeit hat nicht nur für die Stadt eine Bedeutung, sondern für die gesamte Welterbe-Region. Das, was wir heute als Welterbetitel ja feiern dürfen oder auf worauf wir stolz sein dürfen, das haben ja unsere Vorfahren über den Altbergbau erschaffen. Und die Vereine erhalten halt diese Zeitzeugen des Altbergbaus. Und das ist halt das Wichtige, denn das Welterbe lebt von solcher Vereinsarbeit und so wie sie hier mustergültig halt umgesetzt worden ist. Ohne die Vereine hätten wir den Welterbetitel wahrscheinlich auch so nie erhalten. Der Verein ist stolz auf das neue Gebäude und freut sich darauf, die ersten Gäste und Besuchergruppen darin begrüßen zu dürfen. Wir machen weiter in Schwarzenberg, wo nicht nur in der Vergangenheit die Eisenbahn das Gesicht der Stadt mitprägt und deren Aussehen verändert. Denken wir nur an das Eisenbahnviadukt, das in diesem Jahr verschwunden ist und durch einen Neubau ersetzt wird. Im Jahr 2008 wurde in Schwarzenberg während der Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Strecke Schwarzenberg-Zwickau und des 125-jährigen Streckenjubiläums Schwarzenberg-Johann-Georgenstadt der Lehrpfad Alte Eisenbahn eingerichtet. Schauen wir auf ein besonderes Exponat. Das besondere Exponat. Eine gekippte Werkslok fällt in Schwarzenberg am Hammerwegparkplatz ins Auge. Deren Installation erfolgte im März 2005 im Rahmen der Industrieausstellung Art Technica. Die Lok, Baujahr 1962, ist Teil des Lehrpfades Alte Eisenbahn in Schwarzenberg. Um zum Nachdenken über die rückläufige Vormachtstellung der Eisenbahn im Gütertransport anzuregen, steht die Lok nicht auf all ihren Rädern und ist in gekippter Form aufgebaut. Das bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eine ungewohnte Wahrnehmungsperspektive zu genießen. Die Rangierlok hatte einen Dieselmotor. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 30 km/h. Nachdem sie zuerst für den VEB Steinkohlewerk Zwickau im Einsatz war, fuhr sie später für den VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg. Jetziger Eigentümer der Lok ist der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde. Zwischen ihm und der Stadt Schwarzenberg besteht ein Dauerleihvertrag für die Installation. Im Sommer 2020 wurde das sehenswerte Exponat saniert. Das war RTV Kompakt am Mittwoch. In unserer Sendung am Donnerstag wartet mit der ungarischen Partnerstadt von Schneeberg ein Zungenbrecher auf uns. Das denkt man zumindest, wenn man den Namen das erste Mal geschrieben sieht. V-E-R-E-S-E-G-Y-H-A mit dem Accent de Gu obendrauf, ne? Und dann ein Z. Mit etwas Übung hat man es aber dann schnell raus. Die Stadt heißt Veresecsas. Was Schneeberg mit der nordungarischen Stadt verbindet, dazu also morgen mehr. Für heute war es das. Damit Glück auf. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.